Guten Morgen. Ihr Weckruf. Herr Tauber, Weckzeit. Herr Tauber, Weckzeit. Herr Tauber? Morgen, Frau Stockler. Guten Morgen, Herr Lind. Schauen Sie, ein kleiner Abschiedsgruß, weil Sie uns ja heute verlassen. Ach, das ist aber nett, danke. Haben schon große Sehnsucht nach Ihrer Freundin, der Frau Roloff, gell? Stockel, ich kenne Sie doch. Sie interessiert doch nicht meine Sehnsucht, sondern lediglich, wie es zwischen uns steht. Und? Wie steht's? Sie sind wirklich unverbesserlich. Nein, schicksalsinteressiert. Das ist auch eine schöne Formulierung. Sie haben sich getrennt, gell? Na gut, da ich eh gleich weg bin. Ja, wir haben uns getrennt. Zufrieden? Na, erschüttert. Aber jede Trennung ist erschütternd. Ihr Telefon klingelt. Ja? Morgen, Herr Lind. Na, Gott sei Dank seid ihr da. Ich habe eine große Bitte an Sie. Gerade hat der Herr Hansen angerufen. Der hockt in Sydney am Flughafen fest wegen einem Lotsenstreik. Kann erst übermorgen kommen, was ich jetzt fragen wollte. Können Sie noch 2 Tage dranhängen? Also ich habe gerade mit Ihren Kollegen in Hamburg telefoniert. Die könnten Sie entbehren. Gut, ich sag's Ihnen. Ich denke schon. Ach, wunderbar, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie kriegen keinen Ärger mit Ihrer Lebensgefährtin. Ich glaube nicht, nein. Gut, wo ist denn der Herr Rufer? Keine Ahnung. Es gab ein Leich. Und zwar im Apartmenthaus in der Orleansstraße Nummer 36. Ja, Frau Stockel, wo ist denn der Herr Hofer? Der ist noch nicht da. Ja, das sehe ich auch. Den rufen wir jetzt gleich an. Nochmal vielen Dank, gell? Keine Ursache. Wo ist der Oliver noch da? Ja, hier, Chef, ich finde meinen Autoschlüssel nicht. Nicht auf dem Fensterbrettel? Nein, aus dem Nachtkastel auch nicht und aus dem Küchentisch auch nicht. Hast du deine Hosen gewechselt? Na, wieso? Wir haben doch noch gar nicht Weihnachten. Oh. In der Nerken, hast du das auch schon geschaut? Freilich habe ich da schon nachgeschaut. Geschafft. Herr Stockel, was gibt's? Herr Hofer, wo bleibst du denn? Wir haben einen Fall beigerückt. Ist gut, bin gleich da. Was ist mit dem Lind? Der Herr Lind, der fahrt heute. Oh, wie das anders stimmt. Ja, und der Herr 80er möchte Sie gerne sprechen, gell? Frau Stockel, ich habe eine Störung. Ich höre Sie gerade so schlecht. Herr Hofer, hier 80er. Frau Stockli, hier sind immer. Jetzt auf, gell? Servus. Unterbruch? Der ruft sicher wieder an. Ja. Entschuldigung, meine Socken. Du musst mich fahren. So vielleicht, spielst du jetzt ganz. Du musst ja nicht aussteigen. Na, vergiss es, so geh nicht aus dem Haus. Jetzt denk doch mal nach. Wo hast du den Schlüssel zuletzt gesehen? Was weiß ich. Hast du vielleicht Stecker lassen? Ach so, ein Blödsinn, Stecker werden haben lassen. Okay, ich glaub das selber nicht. Vielleicht nimmst du den so lang, hören die. Okay, nimm mir den so lang. Wie war die Adresse nochmal? Orleansstraße Nummer 36. Danke. So, Herr Mohr. Was ist? Ein Fall. Vielleicht. Ja, was sonst? Auf geht's. Jetzt kannst du dir einen gescheiten Kaffee trinken. Ja? Frau Stockl, ich fahr direkt zum Tatort. Geben Sie doch bitte schon mal die Adresse durch. Orleansstraße Nummer 36, Herr Hofer. Danke. Geben Sie mal bitte schön. Frau Stockl, ich verstehe Sie gerade so schlecht. Herr Hofer. Frau Stockl, ich glaube, ich bin im Funkloch. Ich habe ein schlechtes Netz, Sie verstehen nichts. Hier ist 80er. Also, vierte einer, bis später. Na, Ella fällt mir jetzt gerade noch. Schon wieder? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also, den rufen Sie jetzt weiter an. Und wenn er da ist, dann will ich ihn unbedingt sprechen. Selbstverständlich. Ja,
Guten Morgen. Morgen. Ich habe gerade den Herrn Mohr mit dem Herrn Lind gesehen. Wollte der nicht heute zurück nach Hamburg fahren? Verschoben. Der Hansen verspätet sich um 2 Tage. Den Herrn Lind zieht's eh nicht zurück nach Hamburg. Wie kommen Sie jetzt dort drauf? Naja, er hat sich endgültig von seiner Frau Ruloff getrennt. Ach was, tatsächlich? Ja, das hat er mal vorhin gesagt. Sauber. Frau Ortmann, letzter Ausweg. Wie, letzter Ausweg? Ihre Chance. Frau Stockel, wann geht das endlich in Ihren Kopf rein? Mit dem Herrn Lind, da war nie was und da wird auch nie was sein. Das sind alles nur Gerüchte und Schnee von gestern. Aha. Und warum waren Sie dann so grätzig zu ihm? Servus, Andi. Servus, Corbinian. Servus, Bernhard. Morgen, Herr Kommissar. Grüß dich, Fonsi. Servus, Annemir. Grüß dich, Corbinian. Gleich liegt er drin. Danke. Grüß Gott, Sie werden schon längst in Hamburg. Nein, Herr Hansen verspätet sich leider und Herr 80er hat mich gebeten, noch ein bisschen zu bleiben. Wenn es Ihnen recht ist. Das freut mich sogar. Also. Und der Tote heißt Lothar Tauber und ist 47 Jahre alt. Grüß Gott, Frau Doktor. Hallo. Woran ist er denn gestorben? Ja, es gibt keine äußeren Verletzungen. Wahrscheinlich Herzversagen. Ich hab was gefunden. Herztabletten. Mhm. Warum sind wir dann hier? Der Portier von der Apartmentanlage. Der den Toten auch gefunden hat? Ja, Herr Mohr. Ja. Er meint, irgendwas Ungewöhnliches bemerkt zu haben. Und das wäre? Wollte ich ihn gerade fragen. Ich sollte den Herrn Tauber wecken, aber weil er nicht abgekommen hat, habe ich nachgeschaut. Sie haben uns angerufen, weil Ihnen irgendetwas Spanisch vorgekommen ist? Ja. Gestern Abend ist der Herr Tauber mit einer jungen Frau gekommen. Kennen Sie die Frau? Nein. Wann war das genau? Gleich. Da. Es ist auf der Überwachungskamera. Um 23.12 Uhr. Dann, als sie wieder gegangen ist, und das fand ich schon seltsam. Ich meine aber, schauen Sie selber. Es war so 2.36 Uhr. Ich habe hinter dem Tresen vom Indus, da höre ich ein Geräusch. Und sehe gerade noch, wie jemand aus dem Eingang huscht. Ich habe zurückgespult, ja. Und da schauen Sie selber. Das ist doch mehr als verdächtig, oder? Allerdings. So, ich bringe jetzt die Tabletten ins Labor. Schön. Da fehlt da oben was. Wie meinst du das? Da oben im Appartement. Nein, da fehlt nichts. Geld und Papiere sind da und gesucht hat auch keiner was. Auf Wiedersehen. 40. Was wissen Sie so über Herrn Tauber? Dass er Geschäftsführer der Lotharfarm war. Das ist eine Pharmafirma gleich hier in der Nähe. Und dass er verheiratet war. Seine Frau wohnt am Chiemsee. Und haben die beiden getrennt gelebt? Das weiß ich nicht. Hat er öfters mal Frauen mit auf sein Apartment genommen? Der hat nichts anbrennen lassen. Sauber. Gut, dann schauen wir uns mal die Firma an. Das machen wir. Ach, und wir bräuchten eine Kopie von diesem Band. Ich schick's ins Präsidium. Wir lassen es abholen. Fangen wir doch mal mit Dr. Tauber an. Nein, wir warten noch. Schelling, draußen ist jemand von der Polizei. Sie entschuldigen mich. So, da sind die Herrschaften. Danke. Guten Tag, Dr. Bernd Schelling ist mein Name. Hauptkommissar Linz-Grippe-Rosenheim, mein Kollege, Herr Hofer. Grüß Gott. Sie haben welchen Posten hier? Posten, ich bin der Geschäftsführer. Ich dachte, der Herr Tauber wäre der Geschäftsführer. Auch. Herr Dr. Tauber hat die Firma gegründet, aber wir sind beide Geschäftsführer. Was kann ich denn für Sie tun? Meine Zeit ist knapp bemessen. Herr Dr. Tauber ist tot. Oh, ja, bitte. Wie kam es denn zu diesem Herr Tauber war verheiratet? Ja. Und hat er in Trennung gelebt? Nein, wieso? Naja, weil er anscheinend nicht bei seiner Frau am Chiemsee gewohnt hat. Doch. Sein Apartment, ich nehme an, auf das beziehen Sie sich, hatte berufliche Gründe. Er arbeitete oft bis spät in die Nacht und wollte dann nicht jedes Mal noch nach Hause fahren. Wie ist der Herr Dr. Tauber denn? Wie läuft Ihre Firma? Gut. Die Zahlen sind erfreulich, die Banken investitionswillig und die Mitarbeiter überaus engagiert. Apropos Mitarbeiter, wie war das Verhalten für den Tauber zu seinen Mitarbeitern? Sehr teamorientiert.
Und sonst? Irgendwelche Komplikationen, Spannungen? Keine ernstzunehmenden Reibungsverluste. Und Sie? Wie war Ihr Verhältnis zu Mentaube? Wir gingen nie zusammen ein Bier trinken, aber wir haben uns ganz der Arbeit verschrieben und pflegten einen ergebnisorientierten Kommunikationsstil. Wir würden uns ganz gern sein Büro ansehen, ja? Ja. Und wenn Sie bitte dafür sorgen könnten, dass Ihre Mitarbeiter zur Befragung bereitstehen. Die übernimmt dann der Polizeibürgermeister Mohr. Versteht ihr übrigens? Dürfte ich jetzt vielleicht erfahren? Entschuldigung, Hofer, Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Lind. Guten Tag. Wie ist Ihr Name? Silvia Krabowski. Sie arbeiten hier? Ja, in der Buchhaltung. Wo waren Sie gestern Abend so gegen 23 Uhr? Bei Herrn Dr. Tauber. Was haben Sie da gemacht? Wir sind das Quartal durchgegangen. Es gab da einige... Sie haben gearbeitet? Ja. Und dann? Dann bin ich gegangen. Und der Herr Tauber hat denn noch gelebt, als Sie gegangen sind? Ist er... Hier lang. Michi, der Herr Schelling, der Geschäftsführer, der weiß Bescheid, dass du die Mitarbeiter befragst. Darf ich den abbefragen? Ja, freilich, den sollst du sogar befragen. Mich würde interessieren, wo er zur möglichen Tatzeit war. Ja, ist recht. Was sind das für Unterlagen? Na ja, Auftragsbücher, Buchhaltung, alles, was eine Firma ausmacht und uns Freude. Schön. Schelling. Ja. Und, was meinen Sie? Sie lügt. Denke ich auch. Wissen Sie was? Ich fahre jetzt zur Frau Tauber. Dass Sie so klaglos die Todesnachricht überbringen? Nehme ich das einfach als Selbstbestrafung für mein Zu-spät-Kommen. Bis dann. Also, als Sie Herrn Tauber verlassen haben, war er noch am Leben. Sie sind dann mit dem Lift heruntergefahren. Und dann? Bin ich gegangen. Wie sind Sie gegangen? Wie meinen Sie das jetzt? Ja, so wie ich es gesagt habe. Wie sind Sie gegangen? Ich stieg aus dem Lift und ging am Pförtner vorbei. Schnell, langsam? Normal. Hat der Pförtner Sie gesehen? Er hat geschlafen. Sie würden also sagen, Sie sind so gegangen, wie man eben geht, wenn man geht? Ja. Nein, Frau Krabowski. So sind Sie gegangen. So geht jemand, der sich davonschleichen will. Der was zu verbergen hat. Vielleicht was Schlimmes getan hat. Ich habe ihn nicht umgebracht. Wir kommen der Sache schon näher. Ich höre. Während wir gearbeitet haben, hatte er einen Herzanfall. Ich geriet in Panik und bin abgehauen. Lügen Sie mich nicht an! So war's. Wenn Sie gearbeitet haben, warum lagen keine Arbeitspapiere auf dem Tisch? Warum haben wir ein Damenparfum gefunden, das vermutlich Ihnen gehört? Und warum lag Herr Tauber nackt im Bett, als wir ihn gefunden haben? Und erzählen Sie mir jetzt nicht, Sie hätten ihn in Panik ausgezogen. Frau Tauber, wo waren Sie letzte Nacht zwischen 23 Uhr und 3 Uhr morgens? Hier. Ich habe auf der Terrasse gesessen, ein Glas Wein getrunken und Musik gehört. Allein? Ja, allein. Als mein Mann starb, war da eine Frau bei ihm? Frau Taube, wieso stellen Sie diese Frage? Hat Ihr Mann öfters andere Frauen? Was anderes? Ihr Mann war herzkrank. Mein Mann litt unter einer Aortenismusstenose, einer angeborenen Verengung der Herzschlagader. Dadurch kam es in den Jahren zu einem Verschleiß der Herzklappe. Hört sich schlimm an. Ja, es stand nicht gut um ihn. Durch seinen hohen Blutdruck rechnete er immer mit einem Hirn- oder Herzschlag. Ja, dieses Leiden prägte seinen Charakter. Wie meinen Sie das? Wer weiß, dass seine Tage gezählt sind, der lebt anders. Entweder ängstlich und vorsichtig oder verschwenderisch. Er wollte sein Leben noch in vollen Zügen genießen.
Wir wollten miteinander schlafen. Und dann fasste er sich plötzlich an die Brust. Es ging alles sehr schnell. Warum haben Sie nicht den Notarzt gerufen? Ich war in Panik. Sie sind verheiratet? Ja. Mein Mann arbeitet auch bei Lothar Farm. Ach so, in welcher Funktion? Als stellvertretender Vertriebsleiter. Deshalb bin ich auch abgehauen. Ich wollte nicht, dass er davon erfährt und mit reingezogen wird. Also deswegen haben Sie die notwendige Hilfe unterlassen? Wissen Sie, was das bedeutet? Ja. Aber er war schon tot. Wie lange ging das schon mit Herrn Tauber? Gerade mal eine Woche. Herr Dr. Schelling? Ja, bitte. Grüß Gott. Moorkrepp von Rosenheim. Ich wüsste gerne von Ihnen, wo Sie gestern Abend zwischen 23.12 Uhr und 2.36 Uhr gewesen sind. Zu Hause, im Bett. Ich bin früh schlafen gegangen. Und alleine. Na schön. Danke. Herr Dr. Schelling, hätten Sie vielleicht noch Zeit für eine kurze Frage? Für eine kurze Antwort, ja. Okay. Meine Befragungen Ihrer Mitarbeiter und speziell Ihrer Mitarbeiterinnen hat ergeben, dass der Herr Dr. Tauber, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es respektlos klingt? Dass Herr Tauber im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht eine rege Aktivität an den Tag legte? Nee, schöner hätte ich es nicht formulieren können. Hast du Beschwerden gegeben? Sie meinen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Genau so nennt man das. Nein, das fand alles außerhalb der Geschäftsräume statt und mit Einwilligung der sexuellen Zielpersonen. Herr Tauber handhabte seine Neigung dezent und diskret. Dezent und diskret. Ja. Sind wir dann fertig? Nein. Eine dieser sexuellen Zielpersonen soll auch Ihre Frau gewesen sein. Meine Ex-Frau, wir sind geschieden. Wegen dem Herrn Tauber? Wegen meiner Frau. Wer sie eingewilligt hat? Wir hatten schon vorher Probleme. Und da hat es nie irgendwelche Auseinandersetzungen gegeben zwischen Ihnen und dem Herrn Tauber? Hat Ihnen einer meiner Mitarbeiter das erzählt? Nein. Na sehen Sie. Herr Schelling, betrogen werden ist kein Kinderfasching. Gut, dann lassen Sie es mich präziser formulieren. Meine Frau war die treibende Kraft. Und? Nichts und. Mehr werden Sie von mir dazu nicht hören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe zu tun. Selbstverständlich. Danke. Und dann hat er gesagt, meine Frau war die treibende Kraft gewesen. Der war eiskalt bis in die Knochen. Da friert's dir richtig. Danke, Mie. Hat die Befragung der Mitarbeiter noch was ergeben? Nein, gar nichts. Danke. Und gibt's irgendwelche Ergebnisse von der Spusi? Nein, auch nichts. Tja. Nach allem, was Sie bisher wissen, würde ich sagen, können wir den Fall zu den Akten legen. Herr Tauber ist an Herzversagen gestorben und Frau Krabowski kann man höchstens unterlassene Hilfeleistung vorwerfen. Ja. Herr Lind, nicht so schnell mit den jungen Pferden. Das ist der Bericht vom Labor. Die Tabletten waren allesamt ohne Wirkstoff. Ohne Wirkstoff? Placebos? Ja, weiß ich. Das ändert natürlich die Sachlage. Oh ja. Michi, du sammelst jetzt alle Tabletten ein, die der Tauber besessen hat. Schaust in seinem Haus, in seinem Büro, im Handschuhfach, in seinem Auto nach und so weiter. Weiß ich. Herr Michi, wenn du jetzt bei seinem Haus bist, dann befragst du gleich mal die Nachbarn. Ich möchte alles über den Lebenswandel von der Frau Tauber wissen. Ja, ganz recht. Und Michi? Ja. Das wäre alles. Da. Tja, wenn das wirklich stimmt und jemand dem die Placebos untergeschoben hat. Dann war es ein Mord auf Raten. So könnte man es nennen. Wieso? Mord auf Raten? Naja, wenn ein Herzkranker seine Tabletten absetzt, dann weiß man natürlich nicht, wann der Infarkt eintritt. Das kann Wochen dauern, Monate. Das heißt, der Mörder musste ein großes Maß an Geduld aufbringen. Richtig. Interessante Mordvariante. Was ist mit anderen Tabletten? Der Herr Mohr sammelt sie ein. Werden morgen untersucht. Also auch die Schachtel wie die Fingerabdrücke. Naja, und Alibis sind in diesem Fall ja auch völlig irrelevant. Ja klar, es gibt ja keine Tatzeit in dem Sinne. Gut, meine Herren, das war's schon. Sie halten mich auf dem Laufenden. Ja. Ja? Du wolltest mich sprechen? Ja. Nicht, dass du gehst und ich dich verpasse. Wieso verpassen hat dich bisher nicht sonderlich gestört? Ich weiß.
Ich wollte nur sagen, dass ich es bedauere, wie ich reagiert habe. Damals und auch in letzter Zeit. Ich habe dir einfach gar keine Chance gegeben, das wieder einzurenken. Okay. Aber nicht, dass du denkst, dass ich mich jetzt... Jetzt auch mal weniger kompliziert. Bleibst du jetzt in Hamburg? Erstmal schon, ja. Dann sehe ich weiter. Und wir auch. Ja, wir auch. Na, geh. Getrennt. Aus. Finito. Der Arme, wie geht's ihm jetzt? Mei, man kann nicht reinschauen. Irgendwie schaut, gell, Frau Stockel? Du lädst den Lind für heute Abend zum Essen ein. Wieso jetzt das? Damit er nicht allein ist in der schweren Stunde. Schmarrn, schwere Stunde, der packt das schon. Wir laden ihn ein. Schau, es kommt der Schoffer, der Frau Ortmann. Von wegen Schnee von gestern. Herr Lind! Hey. Hallo. Da Sie jetzt noch zwei Tage länger bleiben, habe ich mir gedacht, ich lade Sie für heute Abend zum Essen ein. Einfach so? Ja, einfach so. Wieso? Nun, weil Frau Stockel neben Ihnen steht, nicht einen gewissen Zusammenhang vermute. Jetzt legen Sie mal schön Ihren Kriminal ab und kommen zu Giga, sagen wir 19 Uhr, mit einem leeren Magen. Verstanden? So, und ich muss jetzt endlich zum Herrn 80er. Wiederschauen, wiederschauen. Was haben Sie ihr erzählt? Nur das Nötigste. Danke. Bitte. Also Frau Tauber hat die Todesnachricht ganz ungerührt aufgenommen. Ja, das war ja schon fast wurscht, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, ja, so hat ihm alles sehr end. Habt ihr was? Allerdings, das Haus, das Boot, das Vermögen, sogar das Apartment, einfach alles. Und gibt es einen Ehevertrag? Ja, aber im Fall einer Trennung hätte sie nur eine monatliche Apanage bekommen. Haus, Boot, Vermögen und so weiter, wäre alles bei ihrem Mann geblieben. Nein, weil wir es gerade von Trennung haben. Also ich meine, das könnte ein mögliches Motiv sein. Ja, also allein schon wegen dem Haus. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die gern dort wohnt. Wo wohnen Sie denn, wenn Sie wieder in Hamburg sind? Ein Traum, das Haus. Wirklich wunderschön, muss ich sagen. Fragt sich nur, ob der Tauber sich von seiner Frau trennen wollte. So eine Trennung, gell? Das geht halt so schnell, gell? Also sie sagt nein. Wobei es nicht heißen muss. Bei dem, was uns der Michi alles über seine Affären erzählt hat, glaube ich nicht, dass das da dort besonders harmonisch zugegangen ist. Sind wirklich sehr gut, die Rouladen. Danke. Er hat mir morgen mal den Grabowski vornehmen. Wenn er das wusste von seiner Frau und Tauber, dann hätte er ein Motiv. Allerdings. Und ich fühle noch mit der Frau Tauber auf den Zahn. Also bei der Motivlage liegt die bei mir ganz oben auf der Liste. Marie, wolltest du das nicht den Nachtisch holen? Nachtisch ist gut. Ja, gern. Danke übrigens. Für was denn? Ja, dass Sie das Gesprächsthema so gut beaufsichtigen. Na, das wird beim Nachtisch so weitergehen. Danke. So, Herr Lind. Apfelkicherl. Hey. Und die? Ist zuerst auf. Zu Herrn Grabowski geht's hier entlang. Entschuldigung, Sekunde. Ja, Herr Mohr? Ja, Herr Lind, das bin ich. Also folgendes, wir haben es jetzt auch amtlich. Sämtliche Herztabletten vom Herrn Tauber an alle miteinander, nur Placebos. Also doch. Wo ist Herr Hofer? Der Herr Hofer, der ist auf dem Weg zur Frau Tauber. Hat die Befragung der Nachbarn noch was ergeben? Ja, es schaut so aus, als hätte die Frau Tauber in ihrer Ehe nicht besonders gelitten. Also darunter, dass ihr Mann so viel herum, dass er so viele sexuelle Zielpersonen gehabt hat. Sie war mindestens einmal die Woche im Bad Wiese im Spielcasino. Und die Wochenenden, die hat sie sich versüßt mit Wellness im Hotel Alpenblick. Und da wurde sie speziell von einem italienischen Masseur regelmäßig aufgelockert. Auflockern, ja. Gut, danke erstmal. Bis dann. Sagen Sie, hat Frau Tauber sehr unter den sexuellen Eskapaden Ihres Mannes gelitten? Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben, Herr Lind. Eine Vermutung? Sie machte den Eindruck, als kämen Sie damit ganz gut zurecht. Sie scheinen auch ganz gut damit zurechtgekommen zu sein.
Wie ich Ihrem Kollegen schon darlegte, meine Frau und ich, wir hatten schon vorher Probleme. Die Affäre mit Herrn Tauber war für mich nur die Konsequenz aus dieser Situation. Hat der Tauber mal erwähnt, dass er sich von seiner Frau trennen wollte? Immer wieder. Warum hat er es nicht gemacht? Bequemlichkeit? Aber das ist auch nur eine Vermutung. Herr Grabowski? Guten Morgen. Das ist Hauptkommissar Lind. Der hat ein paar Fragen an Sie. Ja. Guten Tag. Ja, Herr Grabowski, es geht um Folgendes. Danke, Herr Schelling. Wissen Sie, dass Ihre Frau vorgestern Nacht bei Herrn Tauber war? Ja, sie hat mir alles erzählt. Wirklich alles? Ja. Haben Sie gewusst von der Affinität der beiden zueinander? Nein. Dann waren Sie also völlig ahnungslos? Ja. Dürfte ich mich ein wenig umsehen? Bitte. In Ihrem Schreibtisch? Bitte. Danke. Ich würde mir gerne mal die Fotos ansehen. Das ist privat. Ich weiß, aber Sie erlauben es doch trotzdem, oder? Was ist, wenn ich Nein sage? Dann hole ich mir einen richterlichen Beschluss. Bitte. Nicht gewusst. Sie haben die beiden doch fotografiert. Darf ich? Ich denke, ein Nein wird Sie nicht aufhalten. Nein. Sie haben da ja ein wirklich schönes Anwesen. Ich habe gehört, Sie geben hier öfters private Empfänge. Musikalische Soireen, Literaturabende und dergleichen. Ja. Die Wochenenden verbringen Sie meistens im Hotel Alpenblick und lassen dort Körper und Seele baumeln. Ja. Ein italienischer Masseur soll Sie da ja sehr beim Baumeln unterstützt haben. Lassen Sie Massimo in Frieden. Ich will nicht, dass er Ärger mit seiner Frau bekommt. Er ist nur ein Zeitvertreib für mich. Ja, wir müssen jeder Sache nachgehen. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Hofer? Dass ich mein Leben genossen und nicht Trübsal geblasen habe, weil mein Mann ständig anderen Frauen hinterhergestiegen ist? Na ja, laut Ehevertrag hätten Sie alles hier verloren, wenn er sich von Ihnen getrennt hätte. Das hat er aber nicht. Es stand aber im Raum. Das sagen Sie. Das sag ich. Entschuldigung. Also, Herr Tauber wollte sich von seiner Frau trennen, hat es aber wohl aus Bequemlichkeit immer wieder hinausgeschoben. Also, sagt zumindest Dr. Schelling. Da ist er her. Ja. Und dann noch was. Der Grabowski hat Tauber heimlich fotografiert. Ich bring die Bilder mit, ja? Ist gut. Bis gleich. Dann bis später. Ich habe Sie eben erfahren, dass Ihr Mann sich doch von Ihnen trennen hat wollen. Haben Sie deshalb die Tabletten gegen Placebos vertauscht? Was? Die Tabletten waren Placebos? Ja, und zwar alle. Die in Ihrem Haus, in seinem Appartement, in seinem Büro und die in seinem Magen. Dann wurde er vergiftet, genau. Quasi. Das Ganze ist von langer Hand geplant worden und Sie hatten ein Motiv, so vorzugehen. Und wie soll ich das Ihrer Meinung nach gemacht haben? Wie meinen Sie das? Ja, ganz praktisch. Wie mache ich sowas? Herr Grabowski hat über 3000 Fotos von Tauber gemacht. Meistens, wenn er mit Frauen unterwegs war, aber auch beim Golfspielen, beim Tennis, beim Essen. Also, verstehe ich nicht. Hören Sie mir zu? Ja. Ich meine, wenn jemand einen Beweis dafür sucht, dass seine Frau fremd geht, dann beschränkt er sich doch darauf, oder? Der spioniert doch nicht gleich das ganze Leben seines Nebenbuhlers aus. Hm. Aber genau das hat Grabowski gemacht. Irgendwie muss da mehr dahinter stecken. Was meinen Sie? Was? Wo sind Sie denn die ganze Zeit? Nur angenommen, Sie nehmen Tabletten. Ich nehme Tabletten. Aha. Welche? Es ist nicht so einfach, jemanden Placebos unterzuschieben. Da kann man nicht einfach irgendwelche nehmen. Die müssen genauso ausschauen wie die Originale. Ist das so schwer? Nicht, wenn man die Mittel dazu hat. Aber die Frau Tauber, wie soll die solche Tabletten herstellen? Wobei, wenn es ums direkte Herstellen geht,
Dann bietet sich natürlich Grabowski an. Der arbeitet in der Firma, da stehen die Maschinen. Richtig. Und warum hätte der Grabowski schon vor einem halben Jahr anfangen sollen, dem Tauber die Placebos unterzujubeln? Weiß ich nicht. Michi, Arbeit! Jawohl! Hat die Sichtung der Auftragsbücher schon was ergeben? Nein. Nochmal sichten lassen in Bezug auf Herztabletten, die sie herstellen. Insbesondere auf die Marke, die der Tauber benutzt hat. Ich besorge uns dabei einen Untersuchungsbeschluss für die Pharmafirma. Ah ja. Dann du fährst schon mal hin und bereitest alles vor. Ja. Michi, ich brauche Dokumentation aller Maschinen. Insbesondere der Formen, in denen Tabletten gestanzt werden. Und ich möchte es mir anschauen. Die Tabletten? Die Maschinen. Ja. Und ich möchte mit den Leuten sprechen, die dann arbeiten. Gut. Aus. Ja. Das ist unser Maschinenpark und hier wird das Pulvergemisch granuliert, bevor es dann in die Pressmaschine kommt. Was machen Sie da? Ich lasse mir gerade Ihren Granulationsprozess erklären. Mit welcher Berechtigung? Mit dieser Berechtigung. Das ist ein Durchsuchungsbeschluss für Ihre Firma. Dürfte ich erfahren, in welchem Zusammenhang diese Aktion mit dem Ableben von Herrn Tauber steht? Sicher dürfen Sie das. Wir sind jetzt sicher, dass der Herr Tauber ermordet worden ist. Ansonsten kann ich Ihnen leider keine Auskünfte geben, da wir uns in einer laufenden Ermittlung befinden. Ich verstehe einfach nicht, was Taubers Tod mit unseren Fabrikationsprozessen zu tun haben soll. Das müssen Sie auch nicht, dafür sind wir zuständig. Und Sie sind sicher, dass Sie in die richtige Richtung ermitteln? Ja. Herr Grabowski, Sie haben gelogen. Sie wussten, dass sich zwischen Ihrer Frau und Herrn Tauber was angebahnt hat. Wie sonst lässt sich erklären, dass Sie ihn beschattet haben? Was mich allerdings wundert, wenn man seine Frau verdächtigt, fremd zu gehen, dann beschattet man normalerweise Sie und nicht den Liebhaber. Sie aber haben Herrn Tauber beschattet. Ich wollte wissen, was das für einer ist. Sehen Sie, meine Frau und ich, wir leben in einer offenen Ehe. Das heißt, wenn sich einer von uns für jemand anders interessiert, dann ist das seine Sache. Aber Tauber war unser Chef. Das hätte Komplikationen geben können. Was, Sie wollen mir allen Ernstes verkaufen, dass Sie Ihre Frau schützen wollten? Ja, nicht nur Sie, auch mich. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Herr und Frau Grabowski für die Firma nicht mehr tragbar sind. Sie wollen die beiden kündigen? Warum? Schon seit geraumer Zeit hege ich einen Verdacht. Ob er valide genug ist, das müssen Sie beurteilen. Ich höre. Herr Tauber hat die beiden eingestellt. Und dabei haben die körperlichen Vorzüge von der Frau Grabowski eine entscheidende Rolle gespielt, nehme ich an. Korrekt. Wir sind erst seit ein paar Monaten in dieser Firma. Ich bin im mittleren Management, habe gute Aufstiegschancen. Meine Frau befindet sich etwas weiter unten auf der Karriereleiter. Sie ist nur Buchhalterin. Moment, verstehe ich Sie richtig? Sie haben befürchtet, dass das Verhältnis der beiden Ihre Karrierechancen beeinträchtigen könnte? Ja. Ja. Tauber war in Casanova. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er sich für jemand anders interessieren würde. Was dann? Was hätte das für Konsequenzen für mich? Herr Grabowski ist sehr ehrgeizig, wobei ich Ehrgeiz nicht als Makel darstellen möchte, aber Ehrgeiz hat auch seine Grenzen. Eines Tages stellte ich fest, dass er mich fotografierte. Das ist er hier. Und wo? Das erste Mal fiel es mir auf, als ich aus dem Gerichtsgebäude kam. Da hatte ich mich gerade von meiner Frau scheiden lassen. Tja, und dann machte mir seine Frau Avancen. Und dass Ihre Frau im Begriff war, fremdzugehen, das störte Sie nicht, die Bohne, oder wie? Unangenehm ist so etwas immer. Aber wie gesagt, wir führen eine offene Beziehung. Was haben Sie denn so herausgefunden über Herrn Tauber? Nicht viel, ich war ja erst am Anfang. Bei 3000 Bildern waren Sie erst am Anfang. Ich bat Frau Grabowski, das Flirten zu unterlassen, und ich stellte Herrn Grabowski wegen seiner Fotografiererei zur Rede. Und? Zunächst stritt er es ab. Jedenfalls wurde ich ab da nicht mehr belästigt. Wo sind die Fotos jetzt? Ich habe ihn gezwungen, sie zu löschen. Und dann? Dann fiel mir auf, dass Frau Grabowski sich Herrn Tauber zuwandte. Ja, das stimmt. Wir führen eine offene Ehe. Und Ihr Mann hat Ihnen nicht erzählt, dass er Herrn Tauber beschattet hat? Nein, das habe ich erst gestern von ihm erfahren. Nachdem bekannt wurde, dass Sie und Herr Tauber zusammen waren? Ja. Sie nehmen mir das nicht ab? Nein.
Das widerspricht Ihrer gängigen Vorstellung von Beziehung. Nein, das widerspricht meiner Erfahrung. Ich glaube, dass Sie Ihren Mann decken wollen. Überlegen Sie doch mal. Sie sagten mir, dass Herr Taube an Herzversagen starb, weil ihm falsche Tabletten untergeschoben wurden, richtig? Ja. Würde so ein eifersüchtiger Ehemann vorgehen? So umständlich? So unsicher? Das müsste doch Ihrer Erfahrung widersprechen. Sie können jetzt gehen. Mit meinem Mann? Bitte. Also, dass der Grabowski den Tauber beschattet hat und nicht seine Frau, spricht für seine Erklärung. Ja, aber irgendwas passt da nicht. Objektiv nicht oder Ihnen nicht? Ach, Herr Lind, Herr Hamsen hat angerufen. Er sitzt bereits im Flieger. Übermorgen wird er wieder hier sein. Sie sind also erlöst. Aber bis dahin, meine Herren, bin ich überzeugt, haben Sie den Fall bereits gelöst. Geeiste Fasanenleber auf Brokkolispitzen, eingebettet in Kürbispüree auf botanische Art. Gott, schau, was ist denn das schon wieder für ein Pseudoschmarrn? Wenn es wenigstens wirklich feine Küche wäre. Das ist was Feins. Aber nichts für einen Banausen wie für dich. Okay, das klingt doch bloß wichtig. Ich habe gehofft, dass auch der Joe einmal vernünftig wird und so etwas Feines wie eine gute, gefüllte Kalbsbrust zu schätzen weiß. Er ist eben genauso stur wie Sie. Das merke ich mir. Mei, was der Bauer kennt, das gibt's im Rosenberg. Weißt du was? Bringst mir einen Toast herbei. Oder besser zwei bei deinen Portionsgrößen. Und ein Bier, das noch an ein Bier erinnert, ja. Normales Bier gibt's in meinem Privatbestand und deshalb mit Aufpreis. Du, den leiste ich mir. Und du? Zwei Toast Hawaii und ein Bier mit Aufpreis. Verräter. Also die Grabowskis haben das gleiche Spiel schon mit Schellings probiert. Fragt sich nur, was dahinter steckt. Das werde ich morgen schon rauskriegen. Ich glaube aber nicht, dass die beiden den Tauber auf dem Gewissen haben. Ja, wer kommt denn da? Grüß Gott, Frau Hartmann. Na, bitte. Sind Sie verabredet? Noch nicht. Entschuldigung. Ist das Zufall oder? Absicht. Essen wir zusammen? Gern. Sind Sie böse, wenn ich... Ich komme ja dazu sitzen. Ein Scherz. Jetzt kann ich den lapprigen Herbeitust auch noch alleine essen. Und? Wann fährst du? Übermorgen kommt Herr Hansen wieder. Ach ja. Wie kommst du eigentlich mit ihm aus? Gut, wieso? Nein, ich frage nur, weil... Weil? Ja, man hört so einiges. Was sagt denn Frau Stockel? Dass ihr euch permanent in den Haaren liegt? Permanent ist übertrieben. Wie heißt das schön? Was ich lieb, das neckt sich. Sag mal, ich da etwa Eifersucht? Ach, Quatsch. Es wäre doch schön, wenn es wenigstens bei einem von uns beiden klappen würde. Zwischen uns hätte es geklappt. Hast du schon bestellt? Toast Hawaii. Soll ich noch mal umbestellen? Nee, nehme ich auch. Ja, Sie können meine beiden haben. Ciao, und das Bier kannst du wieder kalt stellen. Ich habe eine Verabredung im Rosenthal. Ich will jetzt die Wahrheit hören. Es hat keinen Zweck mehr, Hajo. Wir müssen es ihm sagen. Ja. Also gut. Eigentlich habe ich es ihm ja schon gesagt. Ich wollte weiterkommen. Mit der Hilfe meiner Frau. Sie beide haben das geplant? Ja. Mir ist natürlich nicht verborgen geblieben, wie Schelling und Tauber meine Frau angesehen haben. Wir haben es dann zuerst bei Schelling versucht. Aber der ist nicht drauf angesprungen. Dann haben wir es bei Tauber probiert. Was haben Sie sich davon versprochen? Vorteile. Firmeninterner. Informationen, die für meine Karriere entscheidend sein könnten. Und... ja, eine gewisse Bevorzugung. Und Sie haben sich dafür einspannen lassen? Man muss heute mehr tun für ein gutes Leben, Herr Lind. Hydrochlorothiazid, Falsartan, Metoprolosukinat. Hoffentlich findet die Ordnung was. Und, haben Sie irgendwelche Firmeninterner erfahren? Dass Tauber Schelling loswerden wollte. Warum das? Er traute ihm nicht mehr. Er befürchtete, dass Schelling eine Gefahr für ihn werden könnte. Wieso?
Tauber hat mit Schellings Frau geschlafen. Meine Herren, ich glaube, ich hab da was. Schön, was denn? Verordnung, bitte erlöse sie uns. Hier, ein Forschungslabor, das regelmäßig Herztabletten von Lothar Farm bezieht, hat vor einem halben Jahr 10.000 Tabletten ohne Wirkstoff bestellt für einen medizinischen Doppelblindversuch. Lothar Farm hat die Tabletten wie gewohnt hergestellt, nur eben dieses Mal ohne Wirkstoff. Verpackung, Versendung, alles gleich. Sehen Sie, hier gehen die Tabletten aus dem Lager. Ich habe bei dem Forschungslabor angerufen. Die haben nie so eine Bestellung aufgegeben und die Tabletten sind auch nie dort angekommen. Und wer hat die Bestellung bearbeitet? Grüß Gott. Herr Schelling, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Lothar Tauber ermordet zu haben. Ich darf meinen Anwalt anrufen. Dürfen Sie? Nur zu Ihrer Information, wir lassen auch gerade Ihr Haus durchsuchen. Und haben Sie schon was gefunden? Durchaus. Eine Palette mit Herztabletten. Und zwar genau solche, wie sie auch Herr Tauber genommen hat. Ich bin sicher, die Untersuchung wird zeigen, dass sie ohne Wirkstoff sind. Dr. Grandauer, Schelling hier. Ich benötige Ihren Beistand. Kommen Sie bitte in die Firma. Besser ins Kommissariat. Oder besser ins Kommissariat. Kommen Sie mal, was war eigentlich Ihr Motiv? Dass der Herr Taube Ihre Ehe zerstört hat oder dass er Sie absolvieren wollte? Beides. Da haben Sie ihn absolviert. Mord auf Raten. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, Herrn Taube die Placebos unterzuschieben? Ich wusste, dass er immer am Monatsanfang seine Tabletten bekommt. Die habe ich abgefangen und ausgetauscht. Schlau. Zwar wussten Sie nicht, wann der Exitus eintreten wird, aber das ist früher oder später passiert, das war sicher. Und ausgeschaltet hätte es wie ein ganz normaler Herzinfarkt. Und keiner wäre auf die Idee gekommen, sich die Tabletten anzuschauen. Eigentlich perfekt. Pech war nur, dass Herr Tauber unter so merkwürdigen Umständen gestorben ist, dass wir Nachforschungen anstellen mussten. Tja, Michi, Apfel. Herr Schelling, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Ja, und Pech war auch, dass ich an zwei so aufgeweckte Kommissare wie Sie geraten bin. Wir pflegen eben auch einen ergebnisorientierten Kommunikationsstil. Ab und zu.